Hi, schönen Abend. Hier ist Martin, 2.7., 1 Uhr nachts. Ich beobachte jetzt gerade den Öl-Future, den August-Öl-Future. Würde gerne mit euch mal laut über eine mögliche Bewegung jetzt im Öl diskutieren. Anhand des Charts und anhand der Open-Interest-Bewegungen und gegebenenfalls auch jetzt Volumina. Wir haben hier, wie gesagt, seit April, sagen wir in diesem Bereich, vielleicht schon ja Anfang Mitte April hier so eine Seitwärtsbewegung im 60er, 58, 62er Bereich. Und dieser blaue Strich ist Optionsverfall, das ist der 16. Juli. Ja. Wir haben hier die Ichimoku-Wolke und ich habe auch die Bollinger Bänder ein bisschen drin. Sieht man, die klaffen jetzt ein bisschen auseinander. Das heißt, das ist jetzt irgendwie ein Trend, sag ich mal, also der Seitwärtstrend wird versucht jetzt zu durchbrechen. Wir sind aber noch in der Wolke. Ja. Interessant wird natürlich diese Region, die wird natürlich ausgetestet werden. Ja. Und der Grund, warum sie ausgetestet wird, vermute ich, liegt hier in den Optionen, die schon, habe ich jetzt beobachtet, seit längerer Zeit im Geld sind, hier diese Calls. Das heißt, wir haben uns ja hier im Niveau hier bewegt. Die waren aber schon vorher geschrieben. Wir haben hier, wie gesagt, auf der beiden Seite Calls und 60, also bei Puts, also eine große Open Interest. Position bei 10.000, momentan keine Umsätze. Wohingegen jetzt hier bei den 9.000 Open Interest im Call heute 3.500 Umsätze waren, eine relativ hohe Summe. Bedenkt man, dass man jetzt 3 Dollar aus dem Strike ist, wird man sich fragen, was für einen Grund sollte das hier haben? Ja? Wenn es ein Hedger wäre, wäre er ein bisschen zu weit weg aus dem Geld, ja, bei 57. Ja. Für mich sieht es eigentlich mehr aus, dass die jetzt versuchen, diese Position zu schließen. Morgen wird es interessant zu sehen, wenn hier die Open Interest weniger ist. Wird wahrscheinlich der Preis so um die 57 jetzt mal gehalten werden, vielleicht noch bis ein paar Tage. Und dann haben wir hier, wie ihr seht, sehr viele Optionen im Geld laufen schon. Also bis 57 sind es enorm viele, muss ich sagen. Ja. Im Gegensatz zu hier, deswegen diese nächsten Tagen, werden, das heißt vermute ich, was auch im Gold, was ich besprochen habe, wird diejenigen, die meinen Gold-Optionsverfalltag beobachtet haben, leider ist der jetzt am Verfalltag selber nicht aufgegangen. Ja. Ich kenne die Gründe jetzt leider auch nicht, ist mir ganz neu, das ist da auch, da waren sehr viele Optionen im Geld. Ich glaube hier beim Öl, die sind ein bisschen anders drauf. Ich vermute, dass wir diese Bewegung so haben werden. Wir werden noch ein bisschen hier unter 57 vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Und dann müsste man mal hier beobachten, ob sich hier, sagen wir mal, etwas verringert. Ja. Und dann würde ich hier auf jeden Fall schon mal meine Strategie vielleicht morgen, weil jetzt sind die Spreads heute Mitternacht noch ein bisschen zu groß. Und wir werden mal long gehen. Und zwar würde ich dann einfach mal in diesem Bereich. Auch der Wolke, der wird sowieso getestet werden, höchstwahrscheinlich. Also das Szenario wird wahrscheinlich sein, die reizen das hier aus, je nachdem. Werden versuchen, ein, zwei Tage, Handelstage, drei vielleicht ein bisschen schneller, je nachdem. Weil wir hier auch eine große Unterstützung haben. Und dann sehe ich auch von der Optionssicht her Long-Signal. Wir haben hier schnelle Bewegung, also vermute ich. Ja, ich habe ja, wenn einer meiner Videos schaut, schaue ich mir mal so entgegengesetzte Bewegung an. Das heißt, wir hatten ja einmal schnell, vermute ich, kann das schnell gehen und dann die Bewegung zu den 60er hin langsam. Ist meine Vermutung oder hier zur Option. Das heißt, ich vermute mal, der wird sich in diesem Raum wieder nach oben, weil es ist oft so, dass zum Optionsverfall der Preis wieder dahin geht. Wozu sagen, ja, der Median, also die Mitte ist bei einer Seitwärtsbewegung. Und unterstützt wird meine These ja auch durch den enorm großen Open Interest hier Strike 60. Das heißt, ich sehe jetzt keinen Grund, warum er jetzt in dieser Phase jetzt enorm einbrechen sollte. Also würde ich jetzt hier so eine Long-Position sehen in diesem Bereich. Weil wie gesagt, hier die Optionen sind schon langsam aus dem Geld gelaufen. Ja, naja, jetzt ist gerade. Wieder ja, 1 Uhr. Warum? Okay, ja, es kann sein. Und vermute ich, dass die dann etwas günstiger werden und geschlossen werden. Vielleicht reizen die das noch bis nächsten Montag, Dienstag aus und dann dürfte der Weg langsam nach oben wieder frei sein. Das heißt, es wären, wenn wir jetzt wieder an die 60er wären,
$3 wären in einem Future 3000. Jetzt, wenn man das, muss man schauen, welche Put wir da nehmen als Absicherung und werde das gleiche wie im DAX machen. Versuchen hier ein bisschen Prämie reinzuholen, vielleicht über die 61er ein bisschen spielen. Weil ich glaube, höher hinaus wird es dann hier auch nicht gehen unbedingt, weil es ist jetzt nicht so ein Markt. Die werden das wahrscheinlich nicht zum Optionsverfall jetzt noch ausreizen. Wir können uns ja nochmal den August vielleicht nochmal kurz angucken. Ich habe den selber jetzt noch gar nicht richtig gesehen. Sehen wir ja nochmal, wo da, guck mal, der 60er ist immer noch sehr markant. Ja, da ist immer noch, sind immer noch 8000, 10.000 bei 55, da haben wir eine sehr, sehr starke Zone. Wohingegen hier bei dem, hier auch bei den Calls, ja, sehr interessant. Das heißt, wir haben hier, wie gesagt, diese 60er Bereich, sag ich mal, würde ich sagen, ein sehr starker Magnetpunkt. Das heißt, da haben wir noch eine Wahrscheinlichkeit für uns laufen, dass wir wieder die 60er sehen. Also wir sollten wenn einer das jetzt genau zuhört, ich werde versuchen, das abzudaten. Wie gesagt, in 2 Wochen Öl wieder die 60er. Nach meiner Einschätzung und so wie sich die Optionen auch bewegen und wie die Konstellation ist. Ja. Also das einfach nur mal ganz kurz.